Hallo Steffen, wir sind hier in Lörrach bei der Bauerndemo und du bist jetzt extra von Stuttgart angereist. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du hier hergekommen bist und vielleicht für die Außenstehenden, warum machst du sowas? Ja, zunächst einmal muss ich dann schon sagen, dass ich da überhaupt hergekommen durfte. Ich komme ja aus der Nähe, ich gemünd alle, also ist schon ein Stück weit jetzt gewesen zum Fahren, aber mit einer von den Veranstaltern ist ein guter Kumpel von mir. Und wenn man schon nach Berlin manchmal fährt, dann kann man auch nach Lörrach fahren. Und bei ich dann ist schön, deswegen, ja. Ja, vollkommen richtig. Jetzt, wir haben natürlich deine Rede aufgezeichnet, ganz klar. Aber vielleicht kannst du ganz kurz nochmal zusammenfassen, wenn man jetzt das auf deinen persönlichen eigenen Betrieb bezieht. Was bedeutet dieses politische Chaos für deinen Betrieb? Das ist immer das, auch vorher, wo ich das angesprochen habe, ist immer schwierig. Das ist immer relativ schwierig, alles irgendwie da reinzupacken in so eine Ansprache. Danach kommen dann meistens noch 100 andere Punkte, wo man wieder vergessen hat und wo man halt auch noch ansprechen wollen. Es sind ja jetzt halt relativ viele Themen angesprochen worden. Es ist auch immer schwierig, den Grad zu finden, was darf man noch sagen, was nicht, wo muss man aufpassen. In der heutigen Zeit ist ja alles, was man sagt, kann man sofort irgendwie wieder angegriffen werden. Also ich denke, mittlerweile dürfte jedem klar sein, dass wir weder rechts noch links sind, sondern wir sind einfach für unsere Höfe auf der Straße oder für unsere Familie. Ja, hauptsächlich, du hast ja gerade angesprochen, warum mache ich das? Wegen der Familie. Ich habe den Hof von meinem Vater übernommen, der hat von seinem Vater übernommen und sogar das weit zurück bei uns. Ja. Und ich will es ja eigentlich einem von meinen Kindern auch wieder weitergeben, weil Essen, Trinken müssen die Leute immer. Mhm. Und Landwirtschaft ist nun mal das Fundament einer gesunden und funktionierenden Gesellschaft. Ja? Und wenn wir das nicht mehr hin, ist heute ja auch angesprochen worden, dann kann es ja auch sein, dass man vielleicht bürgerkriegsähnliche Zustände kriegt, wenn irgendwelche Versorgungssachen zusammenbrechen. Deswegen bin ich auf der Straße, um einfach das, was bleibt uns anders übrig, als zu demonstrieren, so können wir unsere Meinung ausdrücken und da hört uns vielleicht der ein oder andere zu und wir können dann vielleicht noch mehr Bürger mitnehmen, einfach damit die Leute zum Eis herkommen, dass wir so, wie wir die letzten Jahre gemacht haben, dass wir so die nächsten Jahre nicht weitermachen können. Jetzt, du hast, wann war es, letztes Jahr ein Video gemacht, das viral gegangen ist. Hast du da Vorteile davon jetzt gehabt oder eher Nachteile? Das kann ich dir ganz einfach beantworten. Egal was man macht, egal wie man es macht, da hast du danach immer Nachteile. Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd, heißt das Sprichwort. Und wir sind jetzt schon lange auf der Straße, da davor war ich auch schon politisch ein bisschen aktiv. Man sagt immer, steht der Tropfen hüllt den Stein, das ist auch so ein Sprichwort. Ja. Man sieht es jetzt schon, jetzt tut sich ein bisschen mehr, aber halt auch nur, weil jetzt wieder manche mit dem Gelbeutel betroffen sind. Aber grundsätzlich, sobald man das Maul aufmacht und irgendwas sagt, hat man immer mit Repressalien zu rechnen. Sei es irgendwelche Behördengänge, die schwieriger werden, sei es, muss ich echt sagen, vielleicht auch Betriebskontrolle, die öfter stattfindet. Das kann ich natürlich nicht beweisen, aber so fühlt man sich halt manchmal. Oder bei mir jetzt zum Beispiel, ich habe den Jagdschein gemacht. Hab den bis jetzt noch nicht bekommen, weil ich ja so gefährlich bin und weil ich als Gewaltbereiter und zur Gewalt aufrufender Demonstrant galte. Also, ja, schwierig. Und das sind halt so Sachen, oder hab der Meister, möchte schon seit Jahren meinen Betrieb anerkennen zur Ausbildungsstätte. In diesen Gremien sitzen halt auch Leute vom Bauernverband und von der CDU. Und dann ist halt schwierig, wenn so jemand wie ich da Anträge stellt oder sowas, von denen ich will, ist klar. Mhm. Ja. Da spielt ja auch immer zwischenmenschliche Rolle, das ist ganz klar. Ja. Okay. Gut, okay, dann hoffe ich, dass du für unsere Sache weiter kämpfst und bedanke mich nochmal vielmals, dass du, wie gesagt, nach Lörrach gekommen bist. Vielen, vielen Dank und eine gute Heimreise. Und weitere Videos von dir. Danke, ich wünsche euch alles Gute und danke, dass ihr solche Sachen veranstaltet. Das kommen einer! Ich bin Landwirt und ich bin stolz drauf! Auf einem von den Schildern, von den Schleppern ist draufgestanden: Leute, wacht auf! Die Bauern gehen drauf!
Nicht nur die Bauern gehen drauf. Der Mittelstand ist genauso dran. Jeder, wo Eigentum hat, jeder, wo was leistet und was erwirtschaftet und wo Träger der Gesellschaft ist, jeder ist mittlerweile betroffen. Deswegen, Leute, macht auf. Ich weiß, die, wo heute da sind, es sind vielleicht nicht die Richtigen, wo ich aufspreche, weil die, wo nicht da sind, die müssen aufmachen. In unserem Land läuft vieles schief. Die Verdummung in vielen Behörden ist alltäglich gegenwärtig. Wenn ich zum Beispiel, das habe ich erst vor ein paar Tagen schon gesagt, mein Hund wegen der Hundesteuer anmelde, da stand auf dem Zettel drauf, Geschlecht, weiblich, männlich, divers. Ja, seid ihr noch ganz knusper! Genauso sieht's aus, wenn ich irgendwo eine Straße entlang gefahren bin. Letzten Morgen bei mir nicht weit weg vom Hof, an der Bundesstraße gefahren bei 19. Da sind sie außer, waren 10 Leute gestanden und hat Messer und die Hälfte davon hat Krawatte angeht. Früher wären die Molzleute rausgefahren mit dem Minibagger. Hätte die Bushaltestelle oder die Ausbuchtung ausgeschoben und nachmittags wäre sie fertig gewesen. Heute muss man planen, Messer und planen und in 10 Jahren ist sie wahrscheinlich immer noch nicht fertig. Ganz, ganz viele sind jetzt auf der Straße. Ganz, ganz viele machen sich auf den Weg auf Demonstrationen, weil, wie meine Vorrednerin gesagt hat, uns ja nichts anderes bleibt, wie demonstrieren. Jahrzehnte schwätzen wir mit Politikern, Jahrzehnte betteln wir, Jahrzehnte sitzen wir an den Tischen und den Keksler essen und Kaffee trinken und gar nichts tut sich. Jahrzehnte waren wir abgehoben und vertröstet. Ganz vorne mit dabei die CDU. Ich will euch aufklären, meine Mitmenschen. Ich war einmal ein ganzer schwarzer Lob, das sage ich euch. Aber wenn man zum Beispiel den letzten Antrag liest, wo im Bundestag eingereicht war, wo es um das Thema Dieselverbilligung gegangen ist von der CDU, und liest dann den zweiten Teil, wo es dann um Gentechnik und Coca gegen Gott, dann muss ich sagen, wie immer, verlogen hoch 10! So kurz sind, dass eventuell andere Parteien mitgehen können. Machen doch ehrliche Anträge, wo drauf steht Dieselverbilligung und fertig. Aber neue, die müssen immer ins Kleingedruckte noch was reinpacken, wo man nicht mitgehen kann. Ins Kleingedruckte noch was reinpacken, wo der Bürger auf gut Deutsch gefickt ist. Weil Verbraucherschutz ist schon gut, aber das, was er im Leute unterschreibt, das sage ich nicht laut. Da bin ich der Nächste. Der Bogen von der CDU zum Bauernverband oder zum BLHV ist nämlich nicht weit. Ja. Für Hände ein Bauch, sage ich da bloß. Ich war selber auch lange im Bauernverband, bis irgendwann einmal ein Schreiben komme ich, dass ich von allen Ämtern mit der fertigen Wohnung abberufen werde, weil man unbequeme Fragen gestellt hat. Wer zum Beispiel sind sonst nur assoziierte Mitglieder, die nicht auf irgendwelche Liste steht? Bauern, wacht endlich auf! Dieser Verband wäre der beste Verband, den wir haben. Es ist der beste Verband, weil er überall gut vernetzt ist. Das sehen wir jetzt bei den Demos. Ein Anruf und ein Mahnfeuer ist genehmigt. Ein Anruf und eine Schlepperdemo ist genehmigt. Und wir wollen wir nicht im Verband sein. Wir sind uns 14 Tage an den Bauch reinspringen. Es ist der Verband, wo überall seine Fehler mit drin geht und uns
das einerseits sehr gut ist, aber andererseits habe ich genau vor dem Angst, was einer von meinen Vorrednerinnen gesagt hat. Da müssen wir aufpassen, dass wir denen in den Karten spielen. Und da sind wir schon wieder beim nächsten Thema. WEF. Ich will Vertreter, Volksvertreter, die vom Volk gewählt sind. Ich will keine Volksvertreter, die irgendwo auf der Liste gestanden sind. Und deswegen, so wie Ricarda zum Beispiel, einen Platz kriegt in den Bundestag. Weil wenn man die direkt wählen gemisst hat, dann die da nicht drin sitzen. Ja. Genauso wenig möchte ich Volksvertreter, wo ein Haufen Geld hin, wo in Davos sitzen, wo Politik über unsere Köpfe macht und unsere sogenannten Volksvertreter danach bügelt und brav Befehle entgegennimmt. Netzkapital, wir sind eine Demokratie, habe ich denkt. Wir haben das sagen. Zur Presse möchte ich auch noch was sagen. Sind noch ein paar da? Weil auf den meisten Veranstaltungen, wo ich bin, ist Presse bloß geschwänzt, um ein paar Fotos machen und dann gehen sie gleich wieder fort. Wir reden schon seit 4 Jahren den Pressekodex verteilen. Bundesweit findet die größte Demonstration der Stadt aller Zeiten. LKW-Fahrer, Mittelstand, Bauern, alles sind auf der Straße. Fast in jeder Gemeinde findet man von der Stadt. So was hat unsere Republik noch gar nicht gesehen. Und das ist dann in den Nachrichten zum Teil bloß 5 Minuten Beitrag wert. Männer, aber 3 Mädel, wo aus Langweil nicht wissen, was sie da sollen, auf der Straße da sitzen, dann kommt es 14 Tage lang rauf und runter in alle Nachrichten. Du geschwind was zu unseren Volksvertretern in Brüssel. Was war das für eine Abstimmung? Wo es Kaiser hat, wir wollen wissen, was sie denn verträgt in der Stadt. Wir sind doch die, wo die ganze Party schmeißen. Wir sind doch die Steuerzahler, wo ich das Gehalt zahle. Wir sind doch die, wo für alles gerade standen müssen. Dann wollen wir auch wissen, was in den Verträgen drin steht. Und was hat CDU gemacht? Die verlogene CDU. Wieder dagegen gestimmt. Verträge nicht öffentlich machen. Pfui Teufel! Ich bin katholisch. Ja. Aber ich sag mal so, ist der liebe Gott ist schon in Ordnung, aber ein böser Personal, doch habt's. Wir hatten schon mal eine Zeit in Deutschland, wo sich Kirche eingemischt hat. Wir hatten schon mal eine Zeit in Deutschland, wo zum zweiten Mal Sozialisten in einem Teil geherrscht haben. Und jetzt geht es wieder in so eine Richtung. Wir Bauern, wir wollen Eigentum hin. Wir morgen doch am eigenen Leib. Wir machen doch jeden Tag ein Stückchen weiter enteignet. Jeden Tag machen sie wieder in der Umgehungsstraße. Jeden Tag machen sie wieder irgendwo Ausgleichsleier. Dann wird der Wolf wieder angesiedelt und so weiter und so fort. Die ganze Zeit Salamischeibentaktik. Jeden Tag 70 Hektar, 60 bis 70 Hektar wird zubetoniert worden. Und Prognose bis in 20 Jahren, sagen sie über 111 Hektar am Tag, wo zugemacht wird. Das heißt, es ist jeden Tag in der Republik 1 bis 2 Betriebe, wo zumachen. Jeden Tag. Und das ist das Einzige, warum das die Politik so läuft, wie sie läuft. Weil die wollen nur eins. Die wollen unser Land. Die wollen auch unser Eigentum. Sie wollen nichts besitzen, aber glücklich sein. Manchmal denke ich, hoffentlich kommt es bald, weil ich den ganzen Wunsch nehme ich ertrage. Aber das ist doch das, da dagegen müssen wir kämpfen, da dagegen müssen wir aufstanden. Und die Presse nochmals, haltet euch an den Pressekodex.